So, also wer Datteltäter nicht kennt, die haben sehr, sehr geile Formate zusammen mit Synchronsprechern. Unter anderem war ich da auch mal dabei. Vielleicht hat der ein oder andere es gesehen mit mir zusammen mit Kurono und so. Das war sehr, sehr nice. Jetzt gucken wir das Neueste. Die haben nämlich eine neue Art für Format. Und das Format ist folgendes, dass sie nicht mehr nur die Leute raten lassen, welchen Synchron, also welche Rolle man spricht, sondern sie lassen Synchronsprecher Szenen aus den Projekten, die sie selber synchronisiert haben, nachspielen. Szene 2, die erste. Es geht auch heute wieder um Synchron. Ja. Aber. Digga, was geil ist, ist, dass Bless dabei ist. Bless, so ein guter Mann. Mega, verstehe ich mich extrem gut mit ihm. Super netter Kerl. Krasser Synchro-Fan. Gerade was Anime angeht. Richtig nett. Dieses Mal machen wir das Ganze anders. Okay. Wir haben uns da bestimmte Szenen rausgesucht und diese SynchronschauspielerInnen werden diese Szenen heute nachspielen. Das ist aber geil. Das ist richtig geil. Es ist ein Theaterstück heute sozusagen. Wir geben euch keine Themen vor. Normalerweise sagen wir, hey, wir sind im Bereich Fantasy, wir sind im Bereich Comedy oder was auch immer. Ja, das ist halt ganz geil, weil sonst hattest du eben immer dieses Genre und du wusstest immer, okay, worauf lässt du dich ein, so grob. Und diesmal ist es halt so, dass die Leute wirklich keine Ahnung haben, was abgeht. Und es halt wirklich komplett quasi ins kalte Wasser geworfen werden. Guck mal, hier kann alles auf euch zukommen. Gokan, mach das. Machen wir. Das machen wir. Ich denke, wir ergänzen uns gut. Ja. Also, ja, ich bin der Nerd. Ja. Und sie ist so richtig. Und ich bin cool. Ja, sie ist einfach cool. So, ja. Und das könnte schon mal so in Richtung Drake und Josh gehen. Also vielleicht so eine Highschool, wo ein Spind ist. Guter Gedankengang, ja. Ich wollte immer so ein Ding haben, weil das war bei so Highschool-Musical-Filmen. Nicht, dass da jetzt jemand rausploppt, so, ne? Also, jetzt ungern. Digga, da hätte ich auch mitmachen können. Ihr Sommerferienberater bietet seine Hilfe an. Gib mir vor allem einen guten Tipp, wie ich einen Job finde. Hey, solange wir beide zusammen sind, ist alles cool, stimmt's? Versprich's mir. Hier. Dieses Foto! Ich sterbe! Dieses Foto! Das ist so gut! Das ist mein Versprechen. Ich weiß es. Oh mein Gott. MV Marieke? Ja. Digga, dieses Foto ist Gold. Ich weine auch gleich. Weißt du es? Okay, ich weiß. Weißt du es? Ich schäme mich auch nicht. Ich habe das geguckt und auch alle drei Teile und auch mehrmals. Meine Kindheit. So geil, ehrlich. Wie ist dir so ein Bart gewachsen, wenn du den Film nicht geguckt hast? Digga, bester Kommentar. Einfach fucking bester Kommentar. Wie ist dir so ein Bart gewachsen, wenn du diese Filme nicht geguckt hast? Digga, ich sterbe. High School Musical. High School Musical, ja, auf jeden Fall. Seid ihr euch ganz sicher? Ja. Sofort. Oh mein Gott. Das gibt mir so krasse, wie so GZSZ-Vibes, wenn so die Kamera auf die Leute zufährt und dann weißt du, so dieser. Digga, das ist so gut! Grüß euch, hallo! Hey, freut mich sehr! Ebenso. Hallo, hallo! Hi, grüß euch! Troy Bolton und Gabriela Montez. Ja, sehr gut. Er war Fanboy schlechthin. Und ja, echt? Geil! Es ist so krass, die Stimme nochmal so zu hören. So. Aber habt ihr irgendwie so eine Rolle, die euch ganz besonders am Herzen hängt? Ich liebe tatsächlich die Vielfalt an dem Beruf. Also wirklich so ganz viele Sachen machen zu können. Ja, aber das ist es halt auch gerade, was es so cool macht. Du fährst zu Studio A, machst du da 30 Takes, dann fährst du später weiter. Du hast überall ein neues Team. Es sind eigentlich immer Kollegen, die man kennt, Kolleginnen, die man kennt. Du bist immer irgendwie auf Achse und überall lernst du Leute kennen oder triffst alte Kollegen. Es ist einfach super. Ja, aber das ist halt das Schöne, Chat. Ja, ihr seht Daniel und denkt an Ruffy, aber er ist halt nicht nur Ruffy, ne? Er ist halt auch f***ing Zac Efron. Da haben wir mal einen Schreibtisch. Oder sowas. Jetzt kommt noch ein Tisch. Okay. Ein Schreibtisch. Schlafzimmer. Irgendwie. PC. Irgendwas sowas. Ja, das ist so büromäßig, so House of Cards. Na, das wäre. Gab ich noch mal Kommentar drauf? Nein, nein, wie Stockholm hat's ja. Gut, Alter. Was ist los? Ist was passiert und ich hab's nicht mitgekriegt? Du hast es vielleicht nicht mitgekriegt, weil du nicht freiwillig hier bist. Weißt du, du hast ein Syndrom. Was für ein Syndrom? Nennt sich Stockholm. Du hast dich in Hurensohn verliebt, der dich gefangen hält und weil du sonst durchdrehen würdest, behandelst du mich, als wäre ich dein Freund. Das ist so ein Psychoding. Da muss man zum Arzt. Und wenn ich dir sage, dass das völliger Blödsinn ist? Was sollst du das sonst sagen? Du hast ja dieses Syndrom.
Nein, bitte, bitte hör mir zu. Was wäre, wenn sie auf der Straße getroffen hätten? Hm? Oder wenn ich dich in der Bar um Kleingeld zum Zocken angehauen hätte? Was hättest du dann von mir gedacht? Hättest du mich auch noch 2 Sekunden angesehen? Sei ehrlich, sag's mir. Sag mir die Wahrheit. Wow. Ihr könnt raten jetzt. Haus des Geldes? iCarly, safe. Geil, auch beide gleichzeitig. Oder, boah, Forrest Gump? Also, ich sage euch, was passiert ist. Dieser junge Mann, das ist Denver, das ist von Haus des Geldes. Er redet gerade mit einer Gefangenen bei der Bank, wo die eingebrochen sind. Und er hat sich in sie verliebt und sie ist aber so hin und her gerissen, weil ich glaube, sie war schwanger oder so. Man denkt so, man hat's und dann denkt man so, Digga, der andere hat's aber auch studiert. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Szene gucken. Ja. Wir brauchen eine zweite. Ich brauche nochmal eine zweite. Ja. Eine zweite brauchen wir nochmal. Wie heißt du wirklich? Er darf es nicht sagen. Er kann nicht seinen Namen sagen. Ich muss deinen Namen wissen, weil ich mit dir hier rausgehen werde. Ich weiß nicht, ob wir durch die Tür oder den Tunnel gehen, ob ich bewaffnet sein werde. Aber ich will mit dir zusammen sein. Und dafür würde ich auch schießen. Das würde ich wirklich tun. Außerdem, das Kind braucht einen Vater. Komm schon, sag mir deinen Namen. Worship cancelled. Sie haben es aber auch wirklich, muss ich sagen, nicht anders zu erwarten von Datteltätern. Sie haben es wirklich geil gemacht mit dem Licht, mit der Musik. Perfekt gemischt, Alter. Es kommt richtig gut. Wirklich richtig gut. Das war die... Oh mein Gott. Die Lache hat's verraten. Das ist die Lache hat's verraten. Denver von Haus des Geldes. Ja, also. Der hält sich die Katze aus dem Sack. Digga, die Perücke von. Monica Gasparini ist zuerst quasi auf der Seite, also in der Bank angestellt. Diese und Perücke. Dann aber im Laufe der Serie über die Seite. Und wird dann. Welche Stimme kriegt sie noch? Wer mir besonders viel Spaß macht, ist Natalie Dormer. Seit Tudors, also auch Game of Thrones. Anime-Bereich ist so Fairy Tale, Elsa Scarlet. Nein! Ja. Sorry, mit Anime kriegst du mich halt, das ist das Ding. Attack on Titan, Annie. Du bist Annie! Yeah. Yes, sir. Du bist der weibliche Titan. Du bist so cool. Danke. Ich lieb dich, Mann. Ich lieb dich. Tun wir es hier an diesem Ort. Es ist soweit. Wir entscheiden es hier und jetzt. It's getting all the love today. Ja, natürlich. Das ist ja schön. Ey, das ist geil. Das ist so toll. Ey, du verstehst das nicht. Das ist so geil. Das ist so gut, wenn er einfach ausflippt. Lola? Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Da ist kein Schloss dran. Das hält eine Weile. Schnell, wir müssen darüber. Suchen Sie den richtigen Schalter, um die Brücke auszufahren. Oh, ich glaube, den habe ich gerade eliminiert. Die kommen durch. Na? Ja, Chat, die Sache ist die, okay? Was Sie gerade gespielt haben, ihr wisst es wahrscheinlich schon, es ist einfach schon ein bisschen her. Es ist ein bisschen her, die Stimmen sind natürlich deutlich gereift, deutlich gealtert. Das sind einfach Jahrzehnte, die dazwischen liegen, zwischen Aufnahmen und jetzt der aktuellen Zeit, wo sie es nachspielen. Da ist es vielleicht ein bisschen schwierig drauf zu kommen, wenn einem so komplett der Kontext fehlt. Aber ich finde trotzdem, dass sie es einfach geil gemacht haben. Digga, mit der Perücke, ich könnte keine Sekunde ernst bleiben. Keine Ahnung. So gar keine Idee gerade? Noch nicht. Hast du eine Idee? Nein, eigentlich nicht. Zombie? Nein, ich weiß nicht. Stranger Things, maybe? Ja? Cool. Ich brauch mehr. Ich brauch noch mehr. Ich brauch noch mehr. Ich brauch noch mehr. Oh, die Musik. Name, was ist eigentlich los? Name, kannst du dich an deine Mutter erinnern? An deine richtige Mutter? Nur ein bisschen. Als sie starb, war ich noch sehr jung. Und woran erinnerst du dich? Nur an ganz verschwommene Bilder und Gefühle. Erzähl mir. Sie war wunderschön, gütig und traurig. Warum stellst du mir diese Fragen? Ich kann mich an meine Mutter nicht erinnern. Ich kannte sie nicht. Name, sag mir, was dich beschäftigt. Name ist hier. Hier, auf dem Mond.
Mond gesagt. Irrst du dich auch nicht? Ich fühle seine Gegenwart. Er ist meinetwegen hier. Auch er kann meine Nähe spüren. Deshalb muss ich jetzt aufbrechen, sonst gefährde ich die ganze Mission und bringe uns alle in Gefahr. Ich muss mich ihm stellen. Aber weshalb? Er ist mein Vater. Oh. Die Musik, Freunde! Oh. Also diese Stimme von dem jungen Mann kenne ich 100%. Die kommt mir sehr, sehr bekannt vor, aber wahrscheinlich in einer anderen Rolle. Aber jetzt gerade würde ich auch einfach mit ihnen gehen. Ich will jetzt sagen, Star Wars. Luke und Leia. Prinzessin Leia, Alter. Hast du Star Wars gesehen? Natürlich habe ich Star Wars gesehen. Ist es Star Wars? Ja. Meine Schwester Leia. Das ist so geil, Alter. Das ist so gut. Lecker, Mann, einfach geschickt. Krass, weil Sie sind Prinzessin Leia. Muss ich mich jetzt... Meine ganzen Freunde... Er muss neidisch sein. Er muss diese Perücke abziehen. Star Wars Fans. Ich habe Luke Skywalker getroffen. Die Stimme. Ja, bitte. 100 Mal gehört. Ich habe Nanny Fein gesprochen. Die Nanny von der Nanny. Die Nanny. Die Nanny. Die Nanny? Ja. Nein. Die Nanny von der Nanny. Ach so. Und ich habe Bibi Blocksberg gesprochen. Nein! Das ist so geil. Oh. Jedes Mal. Wirklich jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie Bibi Blocksberg gesprochen hat, die Leute rasten aus. Es ist immer so schön und es ist völlig egal, welches Alter, welches Geschlecht. Es ist so geil, die Leute freuen sich immer so krass über Bibi Blocksberg. Und mich freut es immer so, oh, das zu sehen, einfach diese Emotionen, das ist so schön. Hex, 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 Hex. Bibi Blocksberg. Hex, Hex. Nein, nein. Ich bin wieder 7. Ja, und ich bin 13. Also wenn du mich so fragst, dann sage ich... Quagmire, ich brauche dringend deine Hilfe. Sag, ja, ich komme gleich. Und dann komme ich auch sofort rüber. Kennt ihr Simpsons? Natürlich. Bitte nicht die Hunde, Mr. Burns. Oh mein Gott. Komm her. Das ist so ich geil. Habe alles erreicht im Leben. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Digga, bläst ist so geil. Ein Sarg? Das ist kein Sarg. Nee. Das ist ein Sarg! Das ist eine Bar oder eine Theke. Bruder! Das ist von Simpsons Moe's Taverne. In welcher Welt ist das ein Sarg? Ich überhaupt nicht. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Peter! Ich bin Clive. Clive Bixby. Ja, das sehe ich. Ich bin Juliana. Also, Clive, sind Sie wegen eines Kongresses hier in der Stadt oder vergessen Sie nur häufig Ihren Namen? Mann, das Kätzchen hat Krallen. Das gefällt mir. Ich bin wegen einer Fachmesse hier. Ich entwickle hochwertige elektroakustische Signalumwandler. Oh, das ist ja was... sehr Spezielles. Oh, das ist nur eine andere Art zu sagen. Ich bringe die Dinge dazu, Krach zu machen. Ah. Was gibt es zu Ihnen zu sagen? Ist die Miss America-Wahl in der Stadt? Ich muss sagen, es ist jetzt schon, die beiden harmonieren so großartig und sie spielen es so geil. Ihr müsst mal auf die Untertöne hören. Dieser romantische, erotische, flirtende Unterton ist so gut. Du kannst dich sofort in die Szene versetzen und siehst sofort diesen Typen, der so A sagt, aber B im Hinterkopf hat. Ah. Was gibt es zu Ihnen zu sagen? Ist die Miss America-Wahl in der Stadt? Digga! So geil! Sie sind ja ein ziemlich glatzüngiger Schmeichler, Clive. Ich bin überall ziemlich glatt. Verboten. Oh, das macht nichts. Ich rauche sowieso gar nicht. Das ist so gut, das ist so gut. Sagen Sie, wären Sie daran interessiert, vielleicht sich heute Nacht ein Abzeichen zu verdienen? Wissen Sie, wie man so ein Zelt verrichtet? Ich sollte besser nicht mit Ihnen reden. Ich bin verheiratet. Oh, zufälligerweise mag ich verheiratete Männer. Erzählen Sie mir doch was von Ihrer Frau. Na, sie ist natürlich wunderschön. Tatsächlich? Wenn sie so wunderschön ist, warum sind Sie dann hier? Bei mir? Weil sie immer so müde ist.
Und dann macht sie immer Listen, die ich abarbeiten soll. Vielleicht wäre sie nicht so müde, wenn sie keine Listen schreiben müsste. Nein, nein, die Listen, die könnte sie immer schreiben. Aber kommen wir doch lieber wieder zu ihrem Mund und warum er so sexy ist. Kommen wir lieber zurück zu diesen Listen und ihrer nörgelnden Frau. Ich habe doch gar nicht dich gemeint. Wollen wir es nochmal von vorne anfangen? Also, wenn ihre Frau so wunderschön ist, warum sind Sie dann hier, bei mir? Weil ich Sie zu sehr respektiere, um mit ihr das zu machen, was ich mit Ihnen machen werde. Oh, Jackpot. Ich bin gleich wieder da, Clive. Geil, der Atem auch. Geil. Zahlen. Sehr, sehr geil. Also definitiv eine Sitcom. Ich weiß oder? Nicht. Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist, die Stimmen kommen mir so bekannt vor, aber ich kann das gerade keiner Szene zuordnen. Das ist Modern Family. Das ist Valentinstag hat Claire und Phil haben wie so ein Ritual, wo die sich so andere Namen geben. Also die machen so ein Rollenspiel, um ihre Ehe wieder aufzuleben, ja, genau. Und haben dann eben andere Namen und so. Also keine Sorge, wir hätten noch eine zweite Szene, ne? Mit denselben Schauspielern. Oh, eine Couch. Die Couch, Digga, das ist geil. Die Couch. Die Besetzer-Couch. Jede Sitcom hat eine Couch. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendeine Romantic-Comedy, oder? Ach, eigentlich hatte ich mich so auf einen ruhigen Tag gefreut. Ich dachte, ich lese ein bisschen was, gehe dann joggen und sonst nichts. Dann gehen wir joggen. Das ist nicht nötig. Ich weiß. Ich laufe gern allein und ich laufe auch ziemlich schnell, also... Also? Also, ich glaube, dass du mit mir nicht mithältst. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Du glaubst, dass ich nicht mithalten kann? Du vergisst wohl, dass ich jeden Morgen Powerwalken gehe mit meinen Spezialschuhen, mit den dicken Sohlen, die vom Arzt verschrieben sind. Ja, ja, das ist das Romantischste, was aber du mir sagen laufe. Kannst. Jeden Tag. Du glaubst echt, dass du so schnell laufen kannst wie ich? Nein, ich glaube, dass ich viel schneller laufen kann als du. Ich finde auch so schön, mit welch einfachen Mitteln man halt diese Szene darstellen kann. Guck mal, sie haben immer nur, weiß ich, höchstens mal so eine Requisite, wie hier zum Beispiel irgendwie hier so ein Büchlein oder Heftchen. Und sie haben halt irgendwie ein Möbelstück. Sei es diese Bar, sei es ein Schrank, sei es ein Stuhl, eine Couch. Und plötzlich, und trotzdem, das reicht aus, um voll in der Szene zu sein. Finde ich saugeil. Claire und Phil, das macht keinen Sinn. Ich hab's gerade erst geguckt, wisst ihr? Da ist Feuer drin. Ja. Ist das ein Disney-Film? Ganz moderne Familie. Modern Family. Ich hab's gerade. Hin 3000, Alter. Sehr geil. Die Sache ist so, die Stimmen von euch haben wir auch sofort erkannt. Also ihr habt halt so prägnante Stimmen, aber wir wussten echt nicht, welche Szene. Naja, weil wir so viel sprechen, dann genau. Bringt das durcheinander. Welche Stimme sprichst du denn noch? Das ist Selma Hayek. Selma Hayek, krass, die ist Libanesin, wie ich. Die ist super. Ja, das auch. Monica Bellucci, Juliette Binoche, Olivia Colman, Sandra Oh. Prison Break, Mahone. Oh mein Gott, FBI-Agent! FBI-Agent? Oh mein Gott! David Harbour in Stranger Things. Ben Affleck oder... Warte. Alvin und die Chipmunks, weiß nicht, ob ihr die... Hast du auch was mit Anime zu tun? Arvin Smith von Attack on Titan. Du hast gesehen, wie es bei Blast rattert. Alter, die Rädchen hier oben haben gedreht und gearbeitet. Er hat nur so zugehört so. Und er so, Digga, die Stimme kenne ich, die kenne ich. Moment, Moment, Moment. Alle Animes durchgegangen. Du hast es gesehen. Du bist Arvin Smith. Bist du bereit, dein Herz für die Menschheit zu opfern? Oh mein Gott. So geil. So geil. Diese Stimme, da ist so viel Energie drin. Also ich hab den Charakter Arvin Smith geliebt. Das war so, du hast ihn so episch gesprochen. Dankeschön. Also wirklich, also... Das stimmt aber wirklich. Die Rede, oh Gott, die Rede. Ich wollte mein Herz opfern. Ich wäre mit dir geritten, sag ich dir ganz ehrlich, mit dir. Mir egal. Also, wow. Einfach wow. Hat aber auch wirklich episch geil gemacht, muss man sagen. Alles klar, ich verstehe. Du bist also schneller als die Zukunft in dich blicken kann.
Dann muss ich wohl noch einmal eine Schippe drauflegen. Allerdings ändert es alles nichts daran, dass deine Chancen schlecht stehen. Du wirst kein Land sehen und wie ein Anker auf dem Meeresgrund liegen, ohne jegliche Hoffnung. Geht das in deinen Schädel? Mist! Das tut weh! Kann nicht mehr. Und was noch schlimmer ist, ich habe echt Hunger! Was gibt es da zu lachen? Das wirst du gleich sehen. Ich fühle mich wie neu geboren. Das war's. Und gum gum, Jet Calvary. Matschi Fäuste. Kannst du dir nicht ausdenken, Mann? Kannst du dir nicht ausdenken? Daniel liegt einfach unter Kissen. Ich kann nicht mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Ich habe das Gefühl, du weißt, um wen es sich hier handelt. Das ist die deutsche Stimme von Ruffy. Kakariko, Kaketukuri. Kakariko. Das ist nein. Katakuri. Ja, Mann, Digga. GZSZ, Daniel Schlauch. Wir müssen ja so die ganze Zeit am Schreien sein. Es ist wichtig, da nicht irgendwie zurückzuhalten, sondern komplett alles rauszulassen, was man hat. Also keine Angst davor haben, cringe zu sein. Nee, auf gar keinen Fall. Ich schätze mal, es ist auch so. Es ist alles letzten Endes überspringen der eigenen Blockade, der eigenen Angst, des eigenen Schamgefühls und einfach raushauen, was du hast. Und dann wird's auch geil. Gum gum, Dackeltäter! War krass. War sehr, sehr geil. Mein inneres Kind freut sich. Mein inneres Kind ist heute sehr, sehr glücklich. Ist geheilt eigentlich. Ist geheilt, auf jeden Fall. Also süß. Ich wusste nicht, dass ich die Stimme von Bibi Blocksberg heute hören musste, um einfach happy zu sein. Digga, das ist einfach so süß. Das ist so unfassbar süß. Einfach geil. Hammer. Bei so Schauspielern hast du ja direkt die Übertragung in eine Person. Aber bei einer Stimme von einer Zeichentrickfigur gibt es ja diese Person einfach nicht. Und jetzt gibt es sie. Ja, nee, was soll ich sagen, Datteltäter? Ich küsse Herzen und Augen. Immer wieder gerne, jederzeit. Ich block alle Termine. Das war einfach. Habibi. Ich wollte es wirklich cool playen, aber ich konnte nicht. Ich wollte wirklich. Nein, bleib cool. Nee, gegen mich. Es ist so schön zu sehen, diese Reaktionen und wie die Leute ausrasten und sich freuen und zurückversetzt fühlen irgendwie in ihre Kindheit und so. Das ist echt, echt cool. Sehr, sehr schön. Weiter so, Datteltäter. Bombe.